Alex, hast du das Grundgesetz ins Tiefkühlfach gelegt? Nee? Merkwürdig. Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland vom 23. Mai 1949. Schon ganz schön alt. Das war kurz nach dem Nationalsozialismus und dem Zweiten Weltkrieg. Die Grundrechte. Menschenwürde, Recht auf Leben. Und hier, Artikel 3. Gleichheit vor dem Gesetz. Gleichberechtigung von Männern und Frauen. Diskriminierungsverbote. Das sind ja eigentlich hochaktuelle Themen. Überleg mal, wie Deutschland wohl aussehen würde, wenn es dieses Buch und diese Gesetze nicht geben würde. Oder auch, wenn rechte Parteien wie die AfD immer mehr Stimmen gewinnen würden. Stell dir nur mal so ein Vorstellungsgespräch vor. Herr Präsident, guten Tag, Herr Böcke. Herr Präsident, guten Tag. Nehmen Sie bitte Platz. Wie schön, mal wieder einen ordentlichen Mann hier begrüßen zu dürfen. Wissen Sie, vorhin waren drei Frauen hier. Eine mit Migrationshintergrund. Frauen am Steuer sind mir persönlich ja nicht so geheuer. Ganz abgesehen davon muss sich ja auch einer um den Haushalt und um die Kinder kümmern. Also, Frauen können ja nachweislich genauso gut einen Zug. Herr Schmidt, Sie haben sich bei der Deutschen Eisenbahn als Zugfahrer beworben. Auf Ihrem Lebenslauf steht Abitur und dann direkt die Ausbildung zum Lokführer bis 2024. Ach ja, Wehrpflicht gab es damals ja noch gar nicht. Wobei Sie sich bei der Bundeswehr bestimmt auch gut gemacht hätten. So, seitdem waren Sie in Leipzig angestellt. Was hat Sie denn nach Niedersachsen verschlagen? Die Familie. Ah. Ja, wie viele Kinder haben Sie denn? Sie sind doch Mitte 20, oder? Noch keine. Ich bin jetzt 28. Und da haben Sie noch keine Kinder? Sie wissen doch, dass Sie mit jedem Kind, von dem Sie Vater sind, einen Teil Ihres Ausbildungs-BAföGs zurückbekommen. Seit kurzem gilt das auch für den Ehestartkredit. Vielleicht reden Sie da mit Ihrer Frau nochmal drüber. Ja, wir versuchen es ja. Ja, nun gut. Also, Ihr Arbeitszeugnis sieht gut aus. Sie machen einen sympathischen Eindruck. Was stellen Sie sich denn so als Gehalt vor? 7.000 Euro. Deutsche Mark natürlich. Mhm. Ja, notiert. Gut, vielen Dank. Das war's dann auch schon erstmal. Wir melden uns zeitnah bei Ihnen. Und unter Männern, vielleicht probieren Sie mal Viagra. Bei mir hat es damals auch geholfen. Nein, das ist nicht das Problem. Es wird schon klappen. Sind Sie etwa schwul? Nein. Doch. Oh. Ein Pupsen, Präsidenten. Sie haben doch einen Mann zu Hause im Bett. Aber... Und ich dachte, ich hätte endlich jemanden gefunden, der diesen Job gut macht. Aber Sie sollen mich doch nach meiner Qualifikation beurteilen und nicht nach meiner sexuellen Orientierung. Nein. Doch. Sie haben Kundenkontakt. Unsere Kinder und unser Volk brauchen echte Männer als Vorbild. Sexualität ist nichts Ansteckendes. Nur der Staat sieht einen Feind in unserer Liebe. Und mehr Männlichkeit als in unserer Beziehung werden sie ja wohl kaum finden. Das sind immer 100%, während sie ihre 50% mit Viagra dopen. Es reicht. Raus. Pupsender Präsident.
schwupsen Präsidenten. Boah, so eine Zukunft wäre dermaßen gruselig. Pupsender Präsident. So eine Abwertung würde unglaublich viele Menschen betreffen. Auch in Deutschland erleben immer noch sehr viele Menschen Diskriminierung. Mittlerweile gewinnen sie immer mehr Rechte zur Selbstbestimmung und mehr Präsenz im öffentlichen Raum. Doch die gesellschaftlichen Prozesse brauchen Zeit. Wenn ich allerdings in die Vergangenheit zurückschaue, dann passierte in den letzten 100 Jahren Frauenwahlrecht ziemlich viel für die Gleichberechtigung. Die Grundlage legten unter anderem die Väter und Mütter des Grundgesetzes. Es gibt noch echt viel zu tun. Und ich bin gespannt, in welche Richtung sich unsere Gesellschaft innerhalb der nächsten 100 Jahre entwickelt.